Herzlich willkommen zu diesem Let's Play League of Legends. Und jetzt haben wir noch 5 Sekunden, bis der zweite Bann rausgeht. Es wurde direkt gerade beschwert, dass Katarina gebannt wurde. Was ich jetzt persönlich auch nicht verstehe, aber die Bans in Nemesis Draft sind ja nun wirklich unwichtig genug, dass man das einfach auch ignorieren kann. Ja, warum heute mal Nemesis Draft? Ich dachte, also natürlich, Normals sind immer cool. Und im Grunde ist es ja hier ein Normal, ein Draft-Pick. Aber ich dachte eben mal, es ist gerade der Nemesis Draft-Event da. Das Nemesis Draft-Event. Und warum dann nicht spielen, wenn es eh gerade geht? Da es ja auch relativ lustig ist. Wobei ich in den letzten beiden Spielen jeweils einen drin hatte, der den Gegnern unbedingt gute Sachen geben wollte. Da hatten wir in dem einen Spiel Lady Blanc, die richtig gefeedet wurde, überraschenderweise, da wir ja keinen so guten Champ hatten und die Blanc ja wirklich ein ziemlich stronger Midlaner zur Zeit ist. Also wirklich richtig stronger Midlaner. Und das haben wir aber irgendwie gewonnen. Keine Ahnung, warum die surrendert haben. Wobei, bei meinem zweiten Spiel haben die dann Azir bekommen, die Gegner. Haben wir auch verloren. Also das haben wir dann tatsächlich verloren. Nicht auch verloren, sondern verloren. Und ja, also hoffen wir mal, dass wir diesmal nichts so einen Quatsch bekommen. Denn Yorick finde ich eigentlich einen lustigen Champion. Also man spielt ihn nicht und ich verstehe. Also man spielt ihn sehr selten und ich verstehe auch warum. Aber wenn man ihn kann, dann ist er wirklich cool. Also ist er immer so. Aber gut. Hecarim war stattdessen ein guter Pick für uns, weil Hecarim ist wirklich ein guter Champion. Da haben wir dann einen Jungler. Also der kann ja wirklich jungeln gehen. Das hilft ja wirklich weiter. Dann Lulu-Pick oder Zilean-Pick. Also der Lulu-Pick, die meisten können ja mit Lulu nicht umgehen, aber falls die Gegner auch nur einen haben, der mit Lulu umgehen kann, dann haben wir es richtig verloren, weil Lulu ist ein ziemlich stronger Laner. Also der hat ja in der Laning-Phase, allein in den ersten 3 Leveln ist er der strongste überhaupt. Ja. Wir kennen ja, was ich vorhin gesagt hatte. Es gibt immer jemanden, den die Gegner gute Champions wollen. Deshalb haben die Gegner jetzt einen Zilean. Die Gegner haben jetzt einen Rumble. Und Rumble ist echt, das ist der Top-Laner mit dem strongsten Early, meiner Meinung nach. Also, ja, cool. Da kann man sich drüber freuen. Über Sion würde ich mich ziemlich freuen. Weil Sion ist gerade ja echt Meta-Top-Laner. Nein. Haben die Nami? Was haben die denn? Evelyn? Ja, ich geb den Evelyn. The night is my veil. Warum nicht Evelyn? Evelyn ist total schlecht in der derzeitigen Meta. Zac kann man auch noch geben, aber dann haben die auch noch den Tank und das kann man denen jetzt echt nicht geben. Lulu ist richtig strong. Ja, es stimmt schon, Uflamons, es läuft schon. Oh Mann. Das ist echt. Ja. Gut. Kann man nichts ändern. Der Champion Select ist praktisch fertig. Und die Teamkommunikation wird unglaublich sein, wenn man das mal so sieht. Das ist ein Quatsch immer. Ich verstehe es echt nicht in Normals und sowas. Ja, meinetwegen spiele ich auch Taric. Das ist mir egal. Ich spiele jetzt Top Lane. Ich spiele jetzt einen richtig krassen Top Lane Taric. Werdet ihr sehen. Es wird unglaublich werden. Wobei ich meinen Ping relativ hoch haben muss. Da ich unbedingt ein Video hochladen muss. Und sonst keine Zeit mehr dafür habe. Deshalb wird der Ping ungefähr bei 200 liegen.
Und ich hoffe, es klappt einfach. Und wenn es gar nicht klappt, dann muss man halt dingsen. Jetzt hat er mich abgelenkt, das Dings hier. Dann. Ja. Egal. Also wenn der Ping ausreicht, dann muss ich es halt schließen. Aber im Grunde würde ich es gerne ausprobieren. Ja, also. Ich guck gerade, was ich als Tarik denn so machen, kaufen könnte. Das ist schwierig. Also ich würde ziemlich sagen. Also ich würde sagen, ich baue Iceborne Gauntlet. Ich baue Spirit Visage. Und vielleicht ein Sunfair Cape, Mercury's Tread, Frozen Heart vielleicht noch mit rein. Dann ein Warbox. Also schön tanky. Wobei ich gerne Schaden anfangen will. Also ich habe AD Rune und AD Masteries mit. Um. Ist etwas. Ich weiß es nicht warum. Einfach, ich versuche jetzt gerade eine Ausrede zu finden. Ich habe mich einfach nicht nach. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Aber das ja, ist wie es ist. Ja, die Gegner haben eine Menge AP. Ich würde sagen, den Banshees muss da auch noch mit rein. Also Iceborne Gauntlet ist wichtig, meiner Meinung nach. Und, sonst AD haben wir ja nicht wirklich. Ich habe eine Double Lane gegen mich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, was ich kaufen werde. Also ich werde First. Na, es ist schwierig. Also ich glaube, ich brauche am Anfang ziemlich dringend Mana. So. Na. Gut, da muss man natürlich noch angucken, was der Champ überhaupt kann. Hier. Dafür habe ich ja meine App hier. Die könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Aber ist auch. Ja. Für alle, die wissen, wie es geht. Okay, was. Das kann man jetzt zum Beispiel. Mana. Das hier. Was baut man daraus? Was baut man daraus? Ja, ein Mana-Mune will ich nicht bauen. Das ist allein hier. Nee. Ich baue First Item tatsächlich. Das, denn daraus kann man dann das und das. Ja, ich baue das hier als erstes. Und Shen ist dann First Core Item hier. Ich hoffe einfach, dass meine Mana ausreicht. Gut, dann muss man sich noch angucken, was die Attacken machen. Also eins davon ist ein Klickstun. Das weiß ich, aber mehr weiß ich nicht. Also, die Fähigkeiten. Die Passive als erstes. Es ist sehr schade, dass die Gegner total viel AP haben, weil mein extra Schaden geht ja von meiner Armor her. Und ich werde so gut wie keine Armor bauen können. Das ist wirklich Mist. Okay, jetzt die Attacken. Okay, mit der heile ich mich. Mit der Q. Mit der W. Okay, das erhöht meine Rüstung. Und außerdem haben die Gegner geringere Dings. Okay, die E ist der Klickstun. Das habe ich noch schnell rausgefunden, da der Rest ja kein Klickstun ist und ich wusste, dass sie einen haben werden. Ich habe gleich meinen Klickstun ready. Wir hätten da echt reingehen können, noch weiter. Opal for Harmony. Okay. Okay, Evelynn Top Lane. Überrascht mich jetzt persönlich ziemlich. Die zweite Sache, die mich überrascht, dass Thresh gerade Top Lane läuft.
Das wäre gut gegen eine Double Top. Aber da ist das dann wirklich sehr hilfreich, denn dann können sie mich nicht wirklich Tower Diven. Zudem sind beide relativ squishy Kombi. Und selbst wenn ich nicht farme, werde ich bald der Head sein. Ja, das ist halt der Ping, den ich schon vorher angesagt hatte. Dann werde ich relativ ahead vom Level sein. Okay, ich kann mit so einem Ping nicht spielen. Dann werdet ihr eben auf das Let's Play etwas länger warten müssen. Na gut, ich werde eine Menge Farben verbrennen müssen, eben weil es zwei sind. Aber die müssen sich den Farben teilen. Somit ist das auch okay. Die Kuh war die Heilung. Ich würde sagen, die mache ich, damit ich länger in der Lane bleiben kann. Schön gemacht, Swash. Schön gemacht. Ah, Mann. Die Evelyn ist weg. Das ist... Die Weaver die Rüstung runterschrauben. Ja, stimmt. Bei Evelyn, die kann sich auch einfach nur verstecken und dann ist sie weg. Komm her. Das war die Rüstung runter. Okay, aber im Allgemeinen läuft es. Ich kann eh nicht so viel machen. Durch meine Low. Durch eben dadurch, dass ich zwei Gegner habe. Aber ich kann... Dass Evelyn hin und wieder einfach nicht angreift, ist eine gute Sache. Dadurch... Ich müsste dann ja jedes Mal pingen, dass sie weg ist. Und das würde mir dann ja... Das macht ja keiner. Ich glaube, es ist relativ cool. Die Tower dive mich aber nicht. Was? Jetzt habe ich den geheilt? Okay. Stun Damage oder Heal? Erstmal machen wir den Stun. Ich weiß nicht, was ich brauchen werde. Ich werde überhaupt keinen Farm bekommen. Damit werde ich mich jetzt abfinden müssen. Bei dem Early kann ich mir auch keinen Farm holen. Aber solange die mich Tower Diven... Also ich kann sie ja erst holen, wenn sie mich Tower Diven. Und das machen die sobald nicht. Da ich einen Clickstun habe. Und wer Tower Dive, dann bitte jemand, der einen Clickstun hat. Das ist ja auch relativ dumm. Moment, da hätte ich jetzt... Vielleicht ist dann... Ja. Ja, also, da... Ja, ja, den Tier war ich immer noch nicht. Es verwirrt mich ziemlich, die ganze Aktion. Hekarim, was machst du da gerade? Was sind das für ein Idiot? Oh mein Gott. Und dass der da gefarmt hat. Dass der da gefarmt hat, finde ich echt eine interessante Angelegenheit. Das kann man natürlich bestimmt machen. Muss man aber eben auch nicht. Okay, Shen first. Gut, ich denke, Mana Potions sind mir wichtiger. Ich kann da einen hier Potion mitnehmen. TP ich Toplane? Ja. Vielleicht kann ich ein bisschen Farm securen und mein Tower hält länger durch. Ja, unter dem Tower Farm kann ich im Allgemeinen ohne Minions, weiß ich, wie es geht. Und die. Was? Magic Damage, Unabi Damage. Okay. Ja. Finde ich jetzt nicht die krasseste Ult. Vielleicht habe ich sie aber nicht ganz verstanden. Das weiß man nicht so genau. Oh mein Gott, ist mein Schaden hoch. Hätte ich das vorher gewusst? Ich wäre ja.
Krass, was macht der für einen Schaden? Okay, ich glaube, das war dieser Bonus hier. Aber das sind nur 12 extra Schaden. Wenn sie also nochmal zu mir kommen, weiß ich jetzt, dass ich sie fighten kann. Aber sie wollen nicht mehr. Hm. Keine Ahnung, was sie gerade machen. Ob die Midlane gehen oder... Also Evelynn, ja. Das ist ja so eine Sache. Evelynn ist unsichtbar, weiß man nicht. Aber Evelynn kann halt nicht so wirklich was machen. Jetzt habe ich mich ablenken lassen, direkt einen Farm verpasst. Das war nicht notwendig, ich habe ja nicht mal einen Lane-Gegner. Sehr schön. Ein Shutdown kam da schon rein. Das ist ja echt traurig. Okay, der Rumble. Na, okay, das ist mit Evelynn zusammen, dann ist ungünstig. Ohne Evelynn wäre ich ja reingegangen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass Evelynn dabei ist, kann ich das nicht machen. Auf der Botlane passieren so ein paar Sachen. Kann man ja mal kurz hingucken. Ich kann jetzt in meiner Lane eh gerade wenig machen. Okay, da ultet er rein. War eine blöde Idee, glaube ich. Er hat Ult noch nicht, der Gegner. Oh, okay. Hat besser funktioniert als erwartet. Schöner Heal. Schön gemacht von Hecarim. Einfach schön gemacht. Also, man hätte es natürlich improven können, aber das ist ja egal. Hat er nun wirklich... Ist nun wirklich egal. Das Ergebnis war super. Boah, ich bekomme die ganze Zeit Bilder geschickt und ich kann nicht angucken, was es ist. Ich wüsste es gerade gerne. Ja, gut, der Evelynn-Pick war vielleicht auch nicht der beste von mir. Der stört mich ein bisschen. Wäre nicht auf meiner Lane gewesen, wäre ja alles cool. Ah, Mist, 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 Mist. War blöd. Aber ich kann mich ja hier... Oh ne, Alt-Q war es, ja. Ich kann mich ja healen. Ich glaube, ich max jetzt... Also, ich lasse sie eh erstmal so. Und max dann die Q, um den Heal abzuholen. Ja, es geht halt auch so. Okay, der Evelynn Pick war... Schade. Schade. Wäre ein klein bisschen weiter gekommen und würde der Stun schneller gehen. Naja. Bam. Ja, ja, mach doch, was du willst. Wächst er das? Okay, ich habe nur noch 6 Farm weniger als die, aber dadurch, dass sie sich wirklich teilen, habe ich halt doch nur die Hälfte. Aber vom Geld her, das ist ja kein Unterschied. Achtung, Achtung, Achtung. Ey, meine Sidesteps sind so real. Es ist unglaublich. Okay, nach einem Heal mache ich auch extra Schaden. Ist ja eigentlich auch logisch, aber... Functional and stylish. Okay, wir haben Tower bekommen. Schön. Okay, aber es war trotzdem gut gemacht. Da freue ich mich wirklich. Da sind wir schön reingegangen. Gut, die Lantern zu nehmen war jetzt sinnlos. Was will man erwarten von mir? Nein, warum habe ich den nicht healen können? Ich muss mir echt nochmal die Ult durchlesen, damit ich genau weiß, was die macht.
gut vorhanden. Okay, den kann man nicht mehr retten. Den kann ich aber noch stunnen. Komm, 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 komm. Der hat getroffen. Schöne Sache. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Drake. Wäre eine coole Idee, aber irgendwie will mir auch keiner helfen. Scheint jedenfalls so. Mann, ey, hoffentlich schaffen wir das. Schade natürlich, dass man so einen nicht stunnen kann, ja. Okay, Soraka kommt jetzt schon mal langsam. Das ist schon mal etwas. Was macht das nun? Ziel ist jetzt Enemy. So, jetzt habe ich gar nichts mehr, aber ist ja egal. Jetzt gehen wir erstmal weg. Kalibrieren uns dann auf die Top-Lane, die wir ein paar Items gekauft haben. Iceborn Gauntlet, können wir es kaufen? Das können wir auch noch hier reinhauen und das auch und das auch. Lassen wir mal noch. Dann gehen wir hoch. Verteidigen diesen Tower gegen niemanden. Und, schaffen es nicht, vernünftig zu farmen. Aber wir versuchen es wenigstens. Und das ist ja wichtig. Da ist Evelyn. Ja, Mist. Blöd ist, dass der Mini da reingelaufen ist. Aber der Fight dort war auch wieder ganz gut. Und so im Allgemeinen läuft das jetzt. Ich habe keinen Teleport, ab und runterlaufen fand ich jetzt nicht sinnvoll genug. Da versuche ich lieber so durchzupushen. Wobei, durchpushen von einem Darek. Naja, kann man sich drüber streiten, wie krass das ist. Hm. Ja. So. Hab super aufgepasst. Kann ich den stunnen? Nee, aber ich kann so machen und dann mache ich extra Schaden. Ja, immerhin. Den Tower bekomme ich. Das ist schon mal echt eine gute Sache. Dadurch war das schon mal etwas besser, dass ich nicht runtergegangen bin. Der Selian, der könnte echt ein Problem werden. Das ist der, den ich als ehester dann als Problem einstufen werde. Oder beziehungsweise als mögliches Problem einstufe, gerade. Oh, 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 oh. Ich komme aber nicht zu ihr. Ich kaufe mir als nächstes, glaube ich, Schuhe. Das ist ganz, eine ganz hilfreiche Angelegenheit. Nein, 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 da wollte ich nicht hinlaufen. Ich ult jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was die macht, aber ulten ist nie schlecht. Meiner Meinung nach. Mist. So. Der Stun hat getroffen. Hab einen Kill bekommen. Ja, also, es läuft durchaus. Ich verstehe jetzt auch, warum ein Kumpel von mir, oh, sorry, dauernd diesen Dings spielt, den Tarek als Supporter zwar, aber eben dennoch spielt. Und, ja. Ja, jetzt verstehe ich es, weil er macht Spaß. Ne? Er ist ein lustiger Champ, ist ein einfacher Champ, ist nur ein Klickstern. Aber, ja. So, jetzt würde ich sagen, dieses 500er Dings, genau. Können wir das auch noch mit reinhauen? Also ich dachte halt an ein Full-Tank-Item abgesehen hiervon. Full-Tank-Dings abgesehen hiervon. Und davon sehe ich nun ab. Ich möchte irgendwas Damage bauen. Einen Hydra oder so vielleicht. Weil es nicht notwendig ist, da ich irgendwie schon so Damage mache. Gut, ich bin zu langsam. Ich kann da niemanden retten. Ich kann versuchen den Swash. Schöne Ult. Das rettet zwar nicht sie,
Aber was die Ult kann, habe ich jetzt immer noch nicht rausgefunden. Flash E, Flash E. Aber hier sind zu viele Leute, dass ich Flash E machen sollte. Habe ich jetzt doch gemacht. Wobei es, glaube ich, jetzt wirklich total sinnlos war. Aber egal. Was macht jetzt die Ult? Ich gucke das jetzt nochmal in meine App nach. Die sagt es immer viel besser. Die Ult. Bammt sein Hammer in den Boden. Achso, okay. Dann ist er easy going. Und macht er tatsächlich das, was ich dachte, dass er es macht? Dann wir den erstmal. Machen wir nochmal extra Schaden. Dann ulten wir. Okay, die Ult war schlecht. Dann wir ihn nochmal. So, die Ult lassen wir von ihm jetzt rauslaufen. Die Silien-Ult. Und machen dann gar nichts, weil jetzt ja Wumble da ist. Oh, ich könnte ihn eigentlich immer noch. Oh, nee. Scheiße. Ich glaube, ich sterb. Ja. Naja, ich habe es versucht zu überleben. War jetzt blöd von mir. Das kann man wirklich einfach nur so sagen, es war blöd. Aber es... Gut. First time Tarek Top Lane. Und naja. Gut, jetzt, ich würde sagen, ich teleportiere da rein. Hier hinten irgendwie. Okay, das Überraschen ist vielleicht nicht mehr notwendig, aber ich will trotzdem rein tippen. Na, okay. Heal ist auch nicht mehr notwendig. TP ist jetzt auch nicht mehr notwendig. Jetzt würde ich sagen, laufe ich einfach zum Blue Buff. Ich könnte noch. Na, ich glaube, fünften Drake ist nicht notwendig. Und man kann es. Warum eigentlich? Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, was sie maxt. Ich kann mir das irgendwie gerade vorstellen, zu wissen, was die Soraka maxt. Ja, die machen das sehr schön. Oh, die Wumble-Ult, die hat echt gesessen. Die werden alle sterben, oder? Nee? Hätte ich erwartet. Das nach jeder Fähigkeit von mir extra Schaden. Komm, wie viel... Okay, das lohnt sich nicht. Nach jeder Fähigkeit extra Ablinks, extra Schaden kommt, finde ich eine coole Sache. Hier macht man so. Ups. Ich wollte nicht pingen. Nicht, dass die Evelyn auf einer Rampage ist. Finde ich überraschend. Dann stunnen wir den erstmal, was nichts bringt. Dann machen wir das runter, was auch nichts macht. Dann healen wir uns. Und immer schön extra Schaden. Alter, der Blue Buff. Ohne den Blue Buff hätte ich ja gar keine Chance. Und selbst so ist noch schwierig. Schade, ich wollte den Kill eigentlich gerne haben. Aber das ist als Tarek auch schwierig. Mist, der Stun hat nicht mehr gesessen. Oh, interessantes Snare-Feld. Es war ein Versuch. Ich gehe auch ziemlich low. Ich bin einfach zu langsam. Ich brauche noch bessere Schuhe. Nicht nur T1-Schuhe, ich brauche T2-Schuhe. Der Stun, der bringt uns halt gar nichts weiter. Oh Mist, das noch. Evelyn. Sehr schön, ich habe sehr gute Map-Awareness, weshalb ich sofort mitbekommen habe, dass er dort reingegangen ist. So, jetzt ulten wir den erstmal weg. Ja. Ah ne, Ult habe ich vergessen zu machen. Egal. Jetzt ulten wir den weg. So, und jetzt stunnen wir den weg.
Ne, ich habe schon wieder keinen Kill. Also als Tarek-Kill zu bekommen, finde ich unglaublich schwierig, wenn man nicht auf Damage baut. Und deshalb werde ich jetzt nach Spirit Visage, das baue ich wirklich erstmal, werde ich einen Damage-Item bauen. Hydra. Ich werde Hydra bauen. Finde ich total albern. Und es, ich finde es auch, wenn man drüber nachdenkt, total sinnlos. Ich werde aber trotzdem Hydra bauen. Verdammt. Ich kann dich gerade nicht retten. Ich kann dich ganz schwierig nur retten. Mann, ey. Okay, immerhin kriegt der Hecarim Kills, wenn schon nicht ich. Der Blue Buff ist schon abgelaufen? Das ist ja schade. Ja, wollen wir mal ein paar Mana-Tränke rein, die brauchen wir. Boah, ey. Der Mana-Verbrauch von einem Dings hier ist echt krass. Vielleicht wäre die Mana-Mune echt eine gute Wahl gewesen. Ja, ich habe den Kill bekommen. Und ich habe ihn geheilt. Und vor allem habe ich einen Kill bekommen. So, den Heal werde ich jetzt erstmal nicht mehr so übertreibend nutzen. Okay, nein, ich habe den Stun versaut. Ah, ich konnte nicht mal healen. Komm, wir gehen. Ich heal sie nochmal. Okay, wir gehen doch wieder rein. Boah, ey. Aber ich gehe jetzt weg. Die Mana Mune. Mist. Die Mana Mune. Ich sagte erst das Band. Wie auch immer, aber die Mana Mune. Mana Mune. Macht ja auch Schaden. Also. Bauen wir jetzt wirklich die Mana Mune. Hätte ich nicht von mir erwartet, dass ich das machen würde. 605 Gold. Ja gut, dann. Wählen wir stattdessen das auf. Den Godlike Hecarim. Ja, der Pick von Hecarim. Dass wir einen Hecarim bekommen haben, war schon unglaublich hilfreich. Dass der Swash nicht hilft, ist unglaublich nicht hilfreich. Oh man, Swash, Quadrakun. Mit der Hilfe von Swash, das wäre ein Penta. Wäre ein potenzieller Pentakill gewesen. Ein sehr potenzieller Pentakill. Aber. Ja, Swash hat nicht geholfen. Es ist, wie es ist. Und Swash hat nicht geholfen. Ich habe sie gestunt. Ich habe sogar den richtigen gestunt. So, dann stunnen wir mal den weg. Ja! Durch diesen Extra-Schaden. Mit dem kann man kaisen. Mit dem kann man gut kaisen. Aber sonst ist Tarek echt ein Supporter, mit dem man ohne Skill wirklich was hinbekommt. Weil KS ist so unwahrscheinlich bei dem, dass man das einfach machen kann. Okay, die Ult war etwas, nennen wir es mal, früh. Oder spät, however. Oh. Okay, wir haben gleich gewonnen. Der also läuft bei uns einfach. Schönes Spiel gewesen, jedenfalls von unserer Seite aus. Ich glaube von deren nicht ganz so. Oh, er hat sich geultet. Okay. GG. Danke fürs Zuschauen. Das wäre dann das Spiel, vierte Spiel heute in Folge, als ich gewinne. Ich habe heute noch kein Spiel verloren. Das ist echt ein guter Tag für die in der Geschichte der Menschheit. Oder so. Ja. Danke fürs Zuschauen. Dieses epischen Endscreen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.